Willkommen zurück hier bei Let's Play Tales of Vesperia. Heute geht es zurück in die Unterstadt, nachdem wir aus dem Gefängnis erfolgreich ausgebrochen sind, Estelis gerettet haben und Zagi in die Flucht geschlagen haben. So viel haben, so wenig getan. Trotzdem so ein langer Satz. Yeah. Fools. Enough grandstanding, arrest him. What should we do? First you pick up one of these. Then go like this. Gott, wie müssen die gebaut sein, dass sie wirklich so sowas umkippen? Meine Güte. Ich meine nur, er wirft Steine nach ihnen. Ich meine, klar, er ist kraftvoll, aber es ist ein Stein. Und das prallt am Helm ab, das Ding. Aber nein, sie kippen um. Naja. Yuri, wo hast du denn? I got an invitation to the castle and had the most marvelous time there. Of all them, then who's the young lady? Pleased to meet you. I'm Estelise. The pleasure is all mine, miss. More importantly, about those Imperial Knights. They've been so busy looking for you, they haven't paid any attention to our fiasco down here. So you've really managed to tick them off, huh? It looks that way. Has Rapide come back yet? Sure did. And he was carrying some bag. What happened to it? You should be up in your room. Go pick it up later. Give it a shake. It has a nice jingle to it. Mordio liked it too. You met Mr. Mordio? Yeah, but the rat left town. Apparently he's someone important from a city called Ospio. Left town? Well, then that means we've been hoodwinked. Afraid so. This house was empty, and I doubt he's even a real noble. Let me see. Looks like the Aquablasty has finally stopped leaking water. Well, without a core, it won't budge. Is there enough water for the time being? Yeah, but it won't last long. After that, we'll just get it from the river. Get the runs, though. And the knights aren't gonna help. Guess I'll go get it back from the thief myself. What? You aren't thinking of following Mordio beyond the barrier, are ya? Don't worry. I'll be back before you know it. Who's worried? It's a good opportunity for ya. No need for you to hurry back here. Huh? What do you mean by that? What I mean is, we can get along just fine without ya. Even Flynn used to say, I wonder how long Yuri plans on living this life. Flynn needs to learn to mind his own business. Nun ja, klar, hinter die Barriere zu gehen ist in diesem, ich sage mal, in dieser Welt sehr gefährlich, denn Barrieren halten die Monster zurück und tja, wer geht dann schon freiwillig hinter die Barriere? Was kann ich mit ihm nochmal reden? Nein, muss ich nicht. Gut, also gehen wir jetzt nach draußen, hinter die Barriere. Yuri Lowell, you've given my two lackeys a headache. Now be a good boy. And turn yourself in. Oh, jetzt haben sie Kopfschmerzen. Oh. Well, that's our cue. Looks like I won't be coming back here for a while. Never a dull moment with Yuri around. After this, I'll be even with you for getting that money back. And just make sure you don't kick the bucket blowing it all on some crazy party. Ha, same to you. See that you don't go dying in any ditches. Wait for me. It was nice to meet you, sir. He'll probably be quite a pain in the neck. You make sure and take care of yourself now. I will. Thank you. When are you gonna fix the fountain, Sir Knight? Fools! You're in my way. This only has the roads written on it.
What did you expect? It's better than nothing, considering people don't normally leave the city. Eben, aber damit erhalten wir die Weltkarte. Sehr schön. You'll have to fill in the empty spaces on your own. Ja, ich bin auch ein toller Kartograf. First off, you should head for Dayton Hold to the north. Da ist noch ein Orangengummi, ein Mischgummi, also was ist eins? Anzahl. Trank des Lebens, Brot und Ei. Da sieht man, wie sehr die Leute in der Unterstadt Yuri vertrauen. Finde ich sehr schön. Wow, Yuri. They're all gonna miss you so much. Honestly, they're probably thrilled to finally get rid of me. Hey, hold it. Who put money in here? I can't take this. Halt! Get out of my way! No, I guess I'll have to keep it for now. Und nochmal 500 Gold. Und damit verschwinden wir nun endgültig aus der Stadt. What? Na, wer weiß jetzt, warum ich Repeat mag, hä? Huh? Nice one, Repeat. Yeah. A dog? Well, for now, it's north to Dayton Hold. What? Oh, right. I'm not sure how long we'll be together, but here's to the road ahead, Estelle. Yes, I... Huh? Estelle? 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 To the road ahead, Yuri. Well, so long for now. We hope to be back soon. Repeat hat sich der Gruppe angeschlossen, was sehr schön ist. Ist auch ein schönes Lebewohl zu der Stadt, finde ich. Finde ich sehr gut gemacht. Also mir persönlich hat das schon bei der Träne die Augen gebracht. Oder, na, zumindest sehr schön anzusehen, sagen wir es so. Dank der Unterstadt hier. A map, equipment and even money. Your friends are so generous, Yuri. They can't afford this. They can barely get by as it is. Well, I'm sure they're worried about you and want you to have a safe journey. It's more likely they're just glad to be rid of a troublemaking kid. That's not true. Guess I can't come back empty-handed now that they've given us all this stuff. Now I gotta bring back the Aquablastia, no matter what. Genau. Wir haben ein Ziel vor Augen und das finde ich auch gut so. Und jetzt haben wir natürlich auch erstmal wieder ein paar neue Kämpfe. Oder sagen wir neue Gegner. Repeat ist übrigens ein Charakter, den ich zwar im Kampf kontrollieren kann, aber nicht außerhalb eines Kampfes. Aber das sehen wir dann auch später. Ist, meine ich, in der PS3-Version aber möglich. Was auch cool gewesen wäre, aber naja. Ansonsten ist Repeat ein vollwertiges Kampfmitglied. Also man kann hier gut auf seine Hilfe vertrauen, muss ich ehrlich sagen. Einer meiner Lieblingscharaktere, wenn wir schon dabei sind. Er ist verdammt schnell. Und ist, glaube ich, auch der schnellste Itemwerfer, den man haben kann. Glaube ich zumindest. Zumindest so im Normalfall. Und damit erhalten wir neuen Titel, den Combo-Neuling. Ja, lag jetzt an der Combo, die ich dadurch, dass ich drei Leute hatte, das machen konnte. Oh, bla. Hat Estelis einen Spitznamen? Estelle. She's been mumbling to herself for a while now. Hey, you coming? We don't have all day here. Estelle. Looks like she's in her own little world. Hey, Estelle. Oh, right. Sorry. I'm coming. Do they not have nicknames where she's from? Tja. Ist aber ein guter Spitzname. Das darf man mal sagen. Geht zumindest sorry, besser von der Zunge als Estelise. So, ihn kennen wir auch. Ja. Ich bin trotzdem der Meinung, dass es einen Axtritter gab. Verdammte Scheiße nochmal. Aber egal. Da muss ich mich eben um die so kümmern. Ich brauche keine Ritter mehr im Kampf treffen. Ja. Ich warte immer noch auf ein paar neue, ich sage mal, naja, Skizzen nicht, ja doch, im Prinzip Skizzen, aber auch, Gespräche nach dem Kampf. Aber das wird wohl noch ein bisschen dauern, bis die kommen. Ja, Beflissenheit für mich ist immer sehr gut. Mehr Schaden für Yuri. Man kann, wie gesagt, hier später ein bisschen was mit diesen Objekten machen, die wir die ganze Zeit erhalten. Aber ein neuer Kampf, nebenher eben machen. Es wird gesagt, man soll so knapp 8 Items pro Gegner mal farmen, damit man im Prinzip nicht mehr zurückrennen muss. Da ich aber auch nichts gegen ein bisschen mehr Farmen habe oder Leveln,
renne ich dann auch mal gerne zurück, solange ich weiß, wo man das bestimmte Material bekommt. Haha. Da muss ich mal gucken, wie ich das dann in nächster Nähe mache. In nächster Zeit, in nächster Nähe. Ja. Genau sowas meinte ich. Solltet ihr Fragen haben zu bestimmten Items, werde ich sie wahrscheinlich hinterher auch einfach mal beantworten können. So, und hier haben wir jetzt ein erstes Sub-Event. Wir sind schon weit weg von der Hauptstadt. Ja, so ziemlich in der falschen Richtung, aber immerhin auf der anderen Seite. Ja, ich frage mich, ob wir jetzt sicher sind. Schwer zu sagen, diese Kerle sind wie die Kletten. Muss ich das machen? Wuff. Seid gegrüßt. Hallo. Ha. Willkommen, liebe Reisende. Ist das ein Geschäft? Das ist die Herberge zum König der Abenteurer. Moment, Moment. Mein großer Bruder, kannst du nicht ein klein wenig freundlicher sein? Entschuldige, Karen. Bitte verzeiht seinen Missmut. Mein Name ist Karen und das ist Rich. Ihr führt eine Gaststätte auf Rädern? Bezieht sich der König der Abenteurer nicht auf etwas anderes, etwas Bekannteres? Der Bruder des verstorbenen Kaisers, seine Hoheit Regin, wurde wegen seiner unbändigen Abenteuerlust so genannt. Genau, wir benannten uns nach seiner Hoheit Regin, das stimmt. Wir respektierten ihn sehr. Das ist ein ziemlich guter Name. Also, seid ihr beiden verheiratet? Verheiratet? Sehen wir denn wie ein Ehepaar aus? Oh, ich hatte mich wohl getäuscht, es tut mir leid. Wenn ihr müde seid, möchtet ihr vielleicht hier bei uns übernachten? Was sollen wir machen? Wir übernachten natürlich. Klar, wir übernachten hier. Fantastisch, vielen Dank. Pennt gut. Oh, großer Bruder, bitte, es tut mir leid. Es tut mir so leid. Nein, nein, ist schon gut. Ach ja. Und damit schlafen wir. Und haben das Sub-Event erstmal erfüllt. Habt ihr gut geschlafen? Ja, vielen Dank. Ich hoffe, unsere Wege werden sich irgendwo unterwegs wieder kreuzen. Ja, das hoffe ich auch. Tschüss. Wir werden diese Leute also ein wenig öfter noch treffen und die Freude ist meinerseits, Repeat. Yuri, ist dieser Dog yours? Ja, er ist mein Partner, Repeat. Oh, nice to meet you too. Nice to meet you too. Did you actually understand what Repeat was saying? No. Yeah, I guess that was a stupid question. Tja. Sagen wir mal so, Yuri versteht ihn. Auch wenn er mehr oder minder redet wahrscheinlich. Aber er versteht ihn. Du bist ein normaler Ritter, du bist ein Pilz. Wie gesagt, Materialien farmen werde ich auf ein Minimum beschränken in den Videos. Ich werde versuchen, die neuen Kämpfe zu zeigen und dann passt das schon. Don't get sloppy! Wer auf so Kämpfe wartet, aller Angriff von hinten, mehr Schaden für mich oder sowas. Das dauert ein bisschen, bis man mehr Party-Member hat. Das ist ein bisschen interessant in diesen Spielen, aber man kann nicht überrascht werden, bis man 5 Party-Mitglieder hat. Ich glaube zumindest mindestens 5. Repeat? Ja, Repeat hat keine Lust, bei jeder zu machen. Finde ich sehr schön. Hat so diese schöne Charakterverbindung, sagen wir mal. Also bei Yuri ja, bei ihr nein. Und 2 neue Gegner. Die Biene und die Tulpe. Ich wollte es doch schon sagen, die Tulpe, aber naja. So. Stell kann mal kurz, wenn sie schon dabei ist, den Tulpe mit einem magischen Auge bewerfen. Dann haben wir das auch schon mal hinter uns. Level 7. Wenigstens habe ich Level 7 schon mal im Petto. Und ja, ich kann hier in diesem Spiel, zumindest direkt am Anfang, kann ich sehr gut einfach nur Knöpfe drücken und Treffer einstecken. Da ist das noch nicht so schlimm. Ja, aus meinem Weg. Das kennen wir schon. Wir erhalten Insektenflügel, rote Blüten und Heilkräuter. Sollte man sich merken, falls man diese Items eben braucht. Wie ich es schon mal angemerkt habe, versuche ich auch das Bestiarium zu füllen. Also da kann man es dann auch nochmal nachlesen, wenn ich hier vernünftig die Items gedroppt kriege. Vielleicht mache ich dann auch mal einen Bonuspart raus, sprich das Bestiarium zeigen, wenn wir so gegen Ende sind. Mal sehen. Und hier haben wir Wölfe, wo die stärksten Gegner, die jetzt hier momentan rumrennen.
Nicht, dass sie jetzt extrem schlimm sind und mit einer schönen Kombination geht das auch sehr gut. Ja. Und ja, das war im Prinzip ein neues Gespräch. Sprich, fand's langweilig. Ja, über das Reisen. Never guessed I'd leave home quiet like this. Are you sorry to be leaving the capital behind, Yuri? When I was in the lower quarter, I was too busy just living day to day. Never really thought about it. I guess I did feel like setting out on an adventure sometimes. I'm so excited just to be outside. I've always dreamed of going out into the world. Being excited and all is fine, but don't overdo it. We need to find Flynn, right? I'm excited and worried all at the same time. All right. Ja, und mal wieder zurückgewiesen. Wie ihr mich kennt, bin ich natürlich mit den Videos ein bisschen weiter vorne, als es hochgeladen ist. Um genau zu sein, ist das, glaube ich, hier Part 5. Oder 4, ich bin mir gerade ganz ein bisschen unsicher noch. Hochgeladen ist heute Part 1. Dementsprechend kann ich noch nicht darauf reagieren, ob ihr die Kämpfe drin haben wollt oder nicht. Sobald das aber abgesprochen wurde, sag ich mal, werde ich mich drum kümmern. Ja, es gibt Suchpunkte auf der Karte. Das war jetzt zum Beispiel dieser verrottete Baumstumpf, bei dem wir auch Items finden können. Und diese sollten wir dann auch untersuchen, wenn wir können. Was war das hier nochmal? War das nicht auch dasselbe? Ja, Tatsache, hier sind sie nochmal. Ich meine aber, es gibt jetzt nichts Neues. Deswegen werde ich jetzt einfach nur hier mal pennen. Weil ich kann. Und das bisschen geil, das ist in Ordnung, da habe ich nichts gegen. Aber wie ihr seht, startet kein neues Event, also ist es auch nichts Neues. So, Punkt. Goddammit. So rumdrehen, bitte sehr, danke. Denn hier oben müssten wir noch einen neuen Suchpunkt haben. Und neue Gegner, wenn wir schon dabei sind. Nein, nicht wirklich. War hier kein neuer Suchpunkt? Ich dachte, hier war ein Suchpunkt. Naja, so kann man sich täuschen. Doch kein Suchpunkt. Außerhalb der Barriere. I've heard stories about monsters living outside the barrier, but it's really true. Yeah. Now I understand why everyone says the world outside the barrier is so dangerous. It's pretty easy to forget the monsters are even out here when you live on the inside. We better not let our guard down. Right. Genau. Kann man sich aber vorstellen, wenn man die ganze Zeit in Sicherheit lebt und dann auf einmal kommt man hier raus, ist man ein wenig unvorsichtig. Doch ja, das kann ich mir persönlich gut vorstellen. So, ich glaube, hier oben war auch nichts. Ich werde einfach nochmal den Weg absuchen. Wer mal Tales of Symphonia gespielt hat, wird auch wissen, dass man rein theoretisch auch immer Schatztruhen finden konnte auf sowas, aber das ist hier leider nicht der Fall. Nee. Hier ist soweit alles geklärt, das ist gut. Na komm. Du verfolgst mich so hartnäckig, dann darfst du auch noch in dieses Video ein paar Tulpa mehr. Dementsprechend dann mehr rote Blüten für mich, die ich rein theoretisch dann irgendwann mal gut anbringen kann. Hör auf zu blocken. Hör auf zu blocken. Ah. Damit hat Repeat den Sichelzahn gelernt. Ja, Repeat ist kein Magier, das kann ich jetzt schon mal sagen. Repeat ist halt auch eher ein Nahkämpfer. Mit sehr interessanten Fähigkeiten. Ja, oder keine roten Blüten. Auch gut, toll. Das einzige Item, was ich jetzt so aus dem so mal eben wusste, dass es das gibt von denen und ich krieg's nicht. Naja, nicht das Zeug zur Magie. You don't use magic, do you, Yuri? It's not that I don't. I can't. That's one talent I don't have. But anyone with Blastia should be able to use magic if they just learn the theory, right? I told you, I don't have the knack for learning magical theory. So, you're bad at studying. That's one way to put it. Ja, ich habe kein Talent dafür. Du hast eine Lernschwäche. Okay. Finde ich sehr schön. Ich mag diese Gespräche. Ich liebe die Gespräche. Um es nochmal auf die Spitze zu treiben. So. Ach, da lebt immer noch. Ich will neue Fähigkeiten haben. So die, diese total overpowerten Dinger. Gott. Aber ich bin erst am Anfang gespielt. Ich krieg die erst später. Nun gut. Was wird uns in Daidenhold erwarten, Leute? Werden wir dort einen Weg nach Halur finden, um Flynn retten zu können oder beziehungsweise ihn zumindest warten zu können oder was auch immer es von ihm will. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich würde sagen, bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, Leute! Resound, oh cry of victory. Alright.